Meerschweinchen, dann wabbelt jetzt das. Ja, ja, ich habe das jetzt gestrichen, ich weiß nicht, was passiert, ob die Farbe reißt. Aber selbst wenn, dann sieht er besser aus als animiert. Ich dann sieht jeder sagen, direkt ja. So, oh, ist das denn? Und dann muss ich jetzt halt hier noch so rein operieren, dass man da keinen großen Übergang sieht. Die Farbe, das kommt aber fast hin, das sieht schon ganz gut aus. Da muss man halt kreativ sein, ne, bei sowas. Ja. Das Problem habe ich auch immer so, okay, ich möchte das und das machen, wie kriege ich das hin? Und dann, ausprobieren. Und dann fängst du an nachzudenken. Und hier unten, über, da kommt noch eine Fußleiste hin, da kommt okay. Nochmal so ein Teil rein. Weil da ist ja dann das Meerschweinchen drunter, was weg ist. Okay. Ne, dann haben wir von hinten irgendwie so ein Gezappel, einer mit der Hand oder so ein Gepiepse vom Meerschweinchen und dann plötzlich so glatt. Und dann muss da Blut über die Fußleiste laufen. Okay. Das muss ich auch noch bauen. Ich habe dir dieses Bild von diesem Kopf gezeigt. Ja. Den habe ich aus Montageschaum gebastelt. Oha. Okay. Und hier müsste dann auch noch so ein bisschen glänzender sein. Muss mal gucken. Klarlack oder was? Klarlack oder auch mit diesem Glycerinwasser. Ja. Den kann ich hier hinten anpacken. Ja. Dann will ich das Loch hier noch größer machen. Dann müssen wir hier irgendwie an der Seite noch so ein bisschen anbasteln mit Tapete. Weil der guckt ja erstmal nach vorne, weil den sieht man ja erst, wenn der Mann aufwacht. Ja. Und der guckt dann von schräg unten da rauf und dann muss er sich so langsam rumdrehen oder ihn schnell. Müssen wir gucken, was besser aussieht. Ja, schnell ist, glaube ich, mehr so zack gesehen. Oder? Ja, genau. Zack. So, ich sehe dich. Und der hat hinten halt noch eine fette Halogenlampe drin. Okay. Dass die Augen leuchten. Richtig leuchtet, richtig ja, hell. Richtig, ja. Und ich hatte hier eigentlich nur diesen Rahmen und dann hier so ein paar Bögen aus Alublech gemacht. Mhm. Hab da dran dann so ein paar Drähte gemacht und Mullbinde drum. Ja. Und wenn du das nass machst, dann haftet der super. Und dann kannst du das alles so richtig schön zumachen. Und wenn das fest ist, dann hast du dann direkt so ja. Dinge, ne? Und wenn wir jetzt ein Miniaturmodell davon halt noch machen, dann muss ich das irgendwie versuchen, noch mal in klein hinzukriegen. Das steht halt aus mehreren Teilen. Na, das ist so das, dann war das vordere das Gesicht, Hauptgesicht. Ne? Ich habe eigentlich hab ich so eine Gummiglatze angezogen, ne, das Gesicht draufgeklebt. Und die Hörner. Die dran, Hörner ne? dran gepappt. Und das ja, sieht super geil alles aus. Alles noch ein bisschen versucht beizuschminken. Gucken wir dann, wenn er noch so ein bisschen glänzen würde hier. Silikon, Quatsch, mit Glycerin und Wasser. Okay. Das kannst du so, dann sieht das noch ein bisschen. Hast du sowas? Ich hab, Glycerin ich werde ich besorgen. Ich mach das ja, wie gesagt, ja, nur als Hobby. Das ist alles. Was schon Making-of, ne? Ja, geil. Stinknormaler Latexmilch hergestellt. Und das hier ist halt so aus so Plastikgranulat. Hab ich mir so einen Kiefer gebaut. Hast du auch selber gebaut? Ja, komplett. Geil. Und halt die Dinger hier, ne, die klebe ich mir hier hin mit Hautkleber. Aha, und dann ist und dadurch kannst du halt den Mund auch ein bisschen bewegen. Sehr geil. Das ist super geil. Ich mache ja also immer so ein bisschen Spielerei. Das ist super geil. Mal gucken, dass da was draus wird hier. Wir haben bestimmt noch so ein spezielles Team hier. Das Making-of-Video von der Maske habe ich gestern erst mal bei YouTube hochgeladen, weil ne, ja, ich habe da okay. Ja 140 Abonnenten. Wow. Das ist aber schon besser mal. Als nichts. Man fängt immer klein an. Ne? Und das Ding gleich noch voll machen. Mit Gaffer oder so? Das müsste man flüssiger bekommen. Ne? Mehr Wasser rein, oder? Ich kann fragen, ob wir noch Wasser rein können. Ja. Ist nur
nur Wasser. Film. Ja, wir haben ja zu wenig davon, genau. Also, genau, ein bisschen wenig. Ja, Glycerin ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, genau. Mal hier, das ist unser Monster im Kleinen. Das ist unser Flur im Kleinen. Und jetzt überlegen wir noch, wie wir das hinkriegen. Nö, ne, aber. Und vor allem muss ich noch die Tür irgendwie. Ich habe jetzt schon was gebastelt für die ja. Tür, das liegt hier. Furnierpresse. Das Gleister drauf und einfach mit Papier drüber. Das ist so eine Schrankrückwand. Muss jetzt trocknen. Und ich denke, das ist dann schon, wenn wir da durchschlagen, dass es das wirklich in den Splittern auseinander geht. Ja. Probieren wir aus. Also das sind alles Sollbruchstellen. Das ist schon gebrochen, komplett. Ja. Und ich habe jetzt einfach nur Papier drauf geklebt mit Gleister. So Pappmaché-mäßig. Dann müsste das eigentlich wieder haltbar sein. So, und wenn wir das jetzt noch weiß streichen. Ja. Obwohl der Winkel, siehst du kaum. Kaum, ne? Ja, genau. Das soll ja nur es wird ja in dem Moment reingeschnitten, wo es schon einem um die Ohren fliegt. Ne? Genau, also die Tapetenbahn müssen wir schon dran kleben, irgendwie. Und dann muss da irgendwas von hinten, nur dass es rausfliegt, mit ein bisschen, ja, ein bisschen Kompressor und ein bisschen Pressluft und Staub oder Späne. Ja, in dem Moment dann, puff. Und dann ist ja schon wieder Schnitt. Und ab da kommt dann der Stucktrick. So, jetzt habe ich gerade einen Abdruck gemacht von der Raufaserstruktur. Auf Gips. Ich ziehe die gerade ab hier. Kann man schön sehen, glaube ich. So. Und jetzt habe ich ihn negativ. Da kommt dann nachher Latexmilch rein. Und hier habe ich einen zweiten Rahmen. Da ist so ein Stretchstoff drauf. Und der kriegt jetzt die Gummistruktur, die Raufaser, Gummi-Raufaser. Vielleicht sollten die das für Gummizellen anbieten. Wie ist das eigentlich da unten oder so? Irgendwie so was hier. Das war damals, als ich für einen Hund war. Dann konnte er die Bänder nicht hinten gekoppelt. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, auch so sehr, dass ich so ganz klein war. Das müssen nie wieder so gucken. Ich glaube, wir müssen doch noch ein Stück weiter rüber. Man sieht da oben die Kurve leider. Ja. Ich nehme mal auf kurz. Ja. Okay. So, die stand mal.